Aber nicht auf mich, oder? Das Schiff hat da gerade 41 Stück Metall, das können wir gut gebrauchen. Soll sie doch. Na komm. Was ist denn los, verdammt? Beweg dich! Was? Sie hinter uns? Seit wann können die uns entern? Der Kapitän ist hier bei uns. Na komm schon, stirb endlich. So, der Kapitän ist tot. Noch einer tot. Wow. Nein, Mano! Tot. Tot. Noch vier Leutchen. Na kommt. Bring ihn doch um. Bring ihn doch einfach um. Wer fehlt noch? Auf unserem Schiff ist alles leer. Wer hat mich denn da gerade erwischt? So, gebt auf. So ist es gut. Mein Schiff entern zu wollen. Geht's noch eigentlich? Seid ihr völlig von Sinnen? Habt ihr zu viel ins, zu tief ins Rumglas geschaut oder was? Und wo sind denn... Hä? War wohl die falsche. Wahrscheinlich war es doch die hinten dran, die ich markiert habe. Toll. Yep, das ist die. Komm schon. Von vorne! Festhalten, dann kommen sie zusammen! Feuer! Das war's für die! Hau mal ab! Ihr Segel! Alle Segel! Kopfsegel reffen! Feuer! Feuer! Das ist ihr Schwachpunkt! Lasst sie dort! Alle Segel! Sie versucht zu fliehen! Hallo? Was ist denn jetzt los? Noch ein Stück. So, schnell, 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 versinken. Nein, nicht entern. Nur schnell versinken. Perfekt. Das reicht mir schon. Los, runter da, Shay. Nicht da links, da links. Den Anker los. Oh Mann. Ich kann wieder nicht in die Kabine rein. Na gut, gehen wir zum Vor. Mit unseren Drachensegeln. Schon ein cooles Motiv, muss ich schon sagen. Antikosti. Da haben wir ja schon zum Glück alles aufgesammelt. Antikosti ist berühmt für seine Schiffswracks. Sie
Sie glauben vermutlich, niemand traue sich in so gefährliche Gewässer. Gut, den offenen Konflikt vermeiden. Den Anführer der Gesetzlosen finden. Nee, hoch da. Da komme ich nicht hoch. Nehmt dies als Mahnung. Gehorcht dem Kodex. Zurück auf eure Posten. Hallo? Runter da. So, und jetzt dahin. Nils war mit zu Recht. Hier würde es von Rotröcken wimmeln, hätten wir ihn nicht entlarvt. Oder müsste ich dahin? Nein, das ist ja alles zu. Fragt man sich, wie viele Ratten noch auf dieser Insel sind. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand bezahlen muss. Der Captain spuckt Galle, seit der Franzmann weg ist. Kerl habe ich nie vertraut. Ich weiß, dass das Sperrgebiet ist, musst du mir nicht extra nochmal sagen. Da längst, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, da geht's nicht lang. Aber hier sieht's richtig aus. Ich kann nur sagen, zum Glück haben wir hier alles aufgeräumt. Ein Schütze. Sieht er uns? Nein, wir sind hinter einem Baum versteckt. Bitte akzeptiert meinen aufrichtigsten Dank, Sir. Kein Problem, gern geschehen. Also. Noch ein Schlafpfeil habe ich. Der ist für dich reserviert. Nein, leg ihn hin. Oh, Mann, ey. Also suchen wir mal den Anführer. Da stehen die Karte stehen. Oh Mann. Nee, hoch, 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 hoch. Jetzt geht wenigstens das blöde Geflüstere. Ich war auf dem Sack. Und wir können vielleicht noch einen Schlafpfeil kriegen. Komm schon, noch einen Schlafpfeil. Schlafpfeil! Mist. Diese Dokumente zeigen, der Franzose war immer ein... Mist! Alter. Das ist mir sowas von egal, ob ich auf deinem Territorium bin.
one more foolish toad. Na komm, du auch noch. Komm, 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 komm. So. Ach, Leute. Euch nehm, mit euch nehme ich es einfach so auf. So, fertig. Das ist jetzt, glaube ich, der falsche. Aber was soll's. Optionale Mission, keine Wache töten. Zurück zur Morrigan. Na gut. Hier ist ja sowieso schon alles frei, von dem her. Erstmal da hochklettern und dann über das Seil dort rüber. Wow, was ist denn das für ein Krach? Wird die Morrigan beschossen? Sieht so aus. Verdammt! Sie wurden entdeckt! Komm schon, lande ins Wasser, bitte! Gott sei Dank. Hoch mit dir! Komm schon! Was ist denn los? Geh da hoch! Das hat gesessen! Der hat uns erwischt! Sir, vor uns! Wir müssen fort, Jay! Ich bin schon ich euch nicht. Auf dem Weg! Segel setzen! Beeilung! Wir sind unterlegen, Sir! Die Royal Navy! Ja! Yeah. Es ist und bleibt ungewohnt. König Georges Männer übernehmen die Piraten. Wir haben unsere eigene Schlacht zu schlagen. Aber nicht das auf mich. Sie haben uns getroffen. Einfach nur noch aus dem Gebiet abhauen, bitte. Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir. Schon erledigt. Die Flucht war knapper, als ich erhofft hatte. Aber wir haben, was wir brauchen. Dann wissen wir, wo des Chevaliers Schiffe hinsegeln? Nicht ganz. Aber wir haben die Mittel, es herauszufinden. Cook muss diese Karten deuten. Dann sollten wir Kurs auf Neufundland nehmen. Neufundland? Na dann? Aber das Erste, was ich mache, ist verdammt nochmal in die Kajüte zu gehen. Nicht ins Meer, sondern in die Kajüte. Das ganze Geld von meinem Bankkonto abheben. Mit der EC-Karte, die ein jeder Pirat hat. So. Die Flotte lassen wir mal. Und das Schiff aufrüsten. Jetzt sollten wir genug Kohle haben für die Rumpfpanzerung. Und Ware natürlich. Perfekt. Ups. Stahlraum für schwere Kugeln, Stahlraum für brennendes Öl, Frachtraum. Ja, komm, die Panzerung fürs Beiboot. Der Laderaum, den brauche ich momentan nicht. Aber wir haben auch sonst, Moment, nichts mehr, was wir zum Mal aufbauen benutzen können. So, jetzt gibt es wieder Rumgeschreie von unseren Männern. So. Viren und Fahrt aufnehmen. Wohin?
Oh, Captain, mein Captain, wo soll es hingehen? Ui, zum Glück. Zum Glück haben wir da auch noch alles aufgesammelt. Dann haben wir jetzt eine schöne Schnellreisestation. Himmel, sonst wären wir jetzt gar nicht wieder mal so lange zu fahren. Meine Damen und Herren, es ist 3 Uhr 08 morgens. Hier sind die Nachrichten. Gebt mir etwas Fahrt! Stellt die Segel in den Wind! Segel setzen! U-Turn machen! 180 Grad! Liebe John, liebe. Hallo, was ist denn los? Jetzt und jetzt so bleiben, nicht von alleine wieder zurückgehen. Der ist doch einer von uns, oder? Nö, ist er nicht. Weg hier. Hallo Leute, na wie geht's? Alles klar? Gut, danke, tschüss. Zu überleben bedarf es einer guten Konstitution oder eines guten Whiskys. Lieber Johnny, lieber, oh, lieber Johnny, lieber. Es gibt nicht genug Decken auf der Welt, um sich hier warm zu halten. Alle außer Großberg! Master Comac, so bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendries Reisekarten, aber der Kerl hat sie verschlüsselt. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Seltsam. Eine unsichtbare Karte. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeichnen. Oder ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendrye. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Auf unserem Schiff? Können wir nicht mit deinem Schiff rumsegeln? Bitte. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendrye. Eine sofortige Abneigung. Wie konnte ich ihnen nur vertrauen? Freunden, die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Von den wenigen Begegnungen mit ihm kann ich sagen, dass er sehr aufbrausend ist. Was zur Hölle ist da hinten los? Habt ihr das gehört? Kanonenfeuer, inmitten des Nebels. Könnte das de la Vérendrye sein? Vielleicht. Das ist eine Geheimmission. Sie wollen keine Zeugen ihrer Reise hinterlassen. Mann im Wasser! Sir, von vorne! Voraus, Captain! Das wird ja spannend, sag ich euch. Das wird ja spannend. Was zur Hölle? Wir haben sie! Hoffen wir, dass wir nicht zu spät kommen. Wir sind hier ernsthaft im Nachteil. Oh ja. Wir holen auf. Die Morrigan lässt uns nicht im Stich. Oh Mann. Ich habe nur noch einen Schuss. Feuer! Das ist die Schwachstelle, Captain. Das Glück wird uns
Wir haben keine Mörsergeschosse mehr. Das wird ein Spaß, sag ich euch. Hey, was macht denn der kleine Furz hier? Nee, so. Zum Glück haben wir unser Rumpf noch ein bisschen ausgebessert. Oh Mann! Schön und gut, wir müssen auch eine feuern, los! Komm schon, weiter, weiter, weiter. Mann, no. Zielmänner und Feuer. Und noch, oh. Zielmänner und Feuer! Versenkt sie, versenkt sie! Hä? Da liegt noch was. Toll, Granaten. Na dann? Schlacht beginnt. Ja. Mhm. Weiter geht's. Hallo? Ist hier sonst noch wer? Oder sind alle da drüben? Na toll. So. So. Noch einen und dann ist fertig hier. So. Ja. Das war jetzt unabsichtlich, aber ja. Die Morrigan reparieren. Schnee wurde geschickt, um uns zu verwirren. Er wird uns nicht lange aufhalten. Und vielleicht können wir sie ja so überraschen. Was denn jetzt? Hinterhalt! Haltet das Schiff! Wir wurden erwartet. Wo sind sie? In Reichweite der Mörser, mehr weiß ich nicht. Sir, vor uns! Vor uns? Gebt mir etwas Fahrt! Volle Segel! Da! Der Eisberg! Es ist die Gerfo. Ein Kriegsschiff. Lästig bis zum Schluss. De la Vérendrye ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Ein verdammtes Kriegsschiff. Sicherheit freiwillig. Feuer! Das wird ein hartes Stück Arbeit. Mist, zielen zuerst mal. Feuer!
Haut er ab? 3 Mörserkugeln, perfekt. Komm schon, triff, 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 triff. Mist, der hat mich voll erwischt. Alle außer großen Bergen. Na komm, na komm, na komm, na komm. Feuer! Das Feuer! 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 Jetzt hat sie auch noch ab. Wenn wir sie entern, dürfen wir sie dann auch behalten? Nicht abhauen, hier bleiben, Junge. Oh. Eiswerk erledigt. Feuer. Kanone bereit. Feuer. Rammt die Schweinemänner. Trefft die Top- und Rahmsegel. So und Feuer. Feuer. Haut der ab? Bereit zum Zuschlagen! Getroffen! Nee, falscher Knopf, Feuer! Auf ihr Zeichen! Oh, das war's. So, wenn wir sie jetzt versenken, sind wir am Arsch, weil wir sie entern müssen. Noch ein Stück. Entern, Männer! Bereit machen zum Entern! Versenkt sie nicht! Wir brauchen Villa Vera und Ries Karten! Keinen Schaden nehmen. Wo ist er? Ey, geh mir mit deinem Gesicht aus der Kamera. Kein Schaden nehmen. Ich hab da eine Idee. Hoffentlich klappt's. Bleib stehen, bleib stehen! Bleib stehen, du Froschschenkelfresser! Ihr glaubt, ihr könntet mich bezwingen, Junge? Mist! Und schon ist die Nebenmission dahin. Deutsch bitte, damit ich dich auch verstehen kann! Weich geworden und du bist tot. Und, Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Danke für die Hilfe, Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormac. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt.
Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Hier, nehmt diese Karten. De La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Hab Dank. Gehen wir jetzt auf Liam los? Unseren Mentor? Sie gehen unter! Menno, das Schiff soll doch nicht untergehen. Ich wollte das Schiff haben. 2600 Meter. Das sollte eigentlich relativ in der Nähe sein. Falsche Karte. Da oben. Non nobis domine. Auf geht's, Werner. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Was genau müsst ihr tun, Shay? Eure Brüder bestehlen und mich betrügen? Aber wir haben nicht das Recht, über die Zukunft zu entscheiden. Wir haben die Verantwortung. Betrügt jeden von uns. Paktiert mit unseren Feinden. Und wofür? Jemand muss dafür bezahlen. Assassin's Creed Rogue.